Hallo ihr Lieben, heute habe ich noch meinen Lesemonat vom November für euch. Wie immer bin ich etwas spät dran, aber ihr kennt das ja nicht anders von mir, deswegen shit happens. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt gleich und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Reading. Beginnen wir als allererstes erstmal mit den Büchern, die ich nicht als richtige Bücher habe, sonst vergesse ich das Ganze wieder. Und zwar fangen wir da mal an mit dem Buch von Jacqueline Fellgut, Auf der Suche nach Glück. Jackie hat dieses Buch im November herausgebracht und veröffentlicht und ich durfte dieses Buch mitlesen und ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich bin ein riesiger Fan von Jackie und ihren Geschichten, wie ihr wisst, und ich fand Auf der Suche nach Glück war wieder so eine richtig tolle, süße Liebesgeschichte. Jackie schreibt Liebesgeschichten, sie schreibt ab und zu auch mal Jugendfantasy-Geschichten. Wichtig wäre vielleicht auch noch, dass sie Liebesgeschichten ohne Erotik schreibt, was ich sehr, sehr gut finde. Und ja, ich mochte Auf der Suche nach Glück auf jeden Fall. In diesem Buch geht es um Holly und Holly ist eine ganz normale, durchschnittliche junge Frau. Sie hat ihr College hervorragend beendet und sie hat es bisher nicht leicht im Leben gehabt. Ihre Eltern sind auch zwei ganz normale, durchschnittliche Menschen. Sie verdienen jetzt halt auch nicht mega viel Geld, weswegen sich Holly alles hart erkämpfen musste in ihrem Leben und sie musste halt immer hart arbeiten für das, was sie wollte. Und Holly steht jetzt ganz, ganz kurz davor, ihren Traumjob zu bekommen und ja, das wäre die eine Seite der Geschichte, Holly. Und auf der anderen Seite der Geschichte haben wir Rick. Rick ist der typische reiche, verwöhnte Sohn und er musste in seinem Leben noch nie irgendwas für irgendwas tun. Er hat alles in den Popo gesteckt bekommen bisher und ja, ist halt auch sehr, sehr verwöhnt und hat eigentlich auch keine Ahnung, wie es im Leben so richtig läuft. Es ist so, dass die beiden in dieser Geschichte aufeinandertreffen, denn Holly bekommt ihren Traumjob nur, wenn sie es schafft, Rick zum Arbeiten zu animieren. Und Ricks Vater, dem die Firma gehört, sagt sich halt, er möchte, dass sein Sohn endlich es schafft, sein Leben auf die Reihe zu kriegen und dass er endlich auch mal etwas tut, um etwas zu bekommen in seinem Leben. Und ja, so steht Holly vor der unfassbaren Aufgabe, einen Faulpelz, um reichen, verwöhnten Sohn zum Arbeiten zu bewegen. Und sie versucht ihm dann halt auch diese Arbeit nahe zu bringen und sie versucht ihm halt auch aufzuzeigen, wie viel Spaß es machen kann zu arbeiten. Und ob es Holly gelingt oder nicht, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Ich muss sagen, dass Auf der Suche nach Glück wieder eine richtig, richtig tolle Liebesgeschichte war. Jackie schafft es auch immer, dass man im Nachgang zu der Geschichte nochmal was auf den Weg mitbekommt und sie vermittelt einem da auch immer nochmal ein ganz, ganz tolles Gefühl und sie gibt einem auch immer Punkte nochmal über das eigene Leben, finde ich, nochmal nachzudenken, nochmal in sich selbst zu gehen und ja, dass man sich halt auch bestimmte Sachen, was die Charaktere betrifft, auch selber mit annehmen kann und das macht Jackie immer ganz, ganz toll und das war auch in diesem Buch wieder richtig, richtig gut und ich mochte Auf der Suche nach Glück und kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen. Wenn ihr gerne mal süße, niedliche Liebesgeschichten lest, dann schaut euch dieses Buch auf jeden Fall an. Es spielt in New York und allein deswegen sollte man es lesen. Ich liebe New York als Setting und ja, die Charaktere waren toll, die Geschichte war toll, das war eine ganz, ganz tolle Geschichte und mir kann ich dazu auch nicht sagen. Das zweite Buch, was ich inzwischen nicht mehr hier habe, was ich im November mitgelesen habe, war Das Reich der Sieben Höfe, Flammen und Finsternis. Da das hier der zweite Teil ist zu dieser Geschichte und der zweite Teil nahtlos an den ersten anknüpft, kann ich hier zum Inhalt nicht wirklich irgendwas sagen. Ich kann euch nur sagen, dass ich die Handlung richtig gut fand. Ich habe den zweiten Teil geliebt. Ich feiere dieses Buch total. Es ist eine so, so gute Geschichte und ich bin jetzt sehr auf den dritten Teil gespannt. Ich hatte mir die ersten beiden Bücher von Sina ausgeborgt, werde mir die beiden Bücher jetzt aber definitiv noch zulegen. Ich möchte diese Bücher besitzen. Sie sind einfach so toll. Und ja, ich fand einfach diese Geschichte rundum perfekt und ja, die Handlung war so, so gut. Die Charaktere waren toll. Die Welt, die selber Jay Maas hier erschaffen hat, ist auch einfach nur perfekt. Ich konnte mir diese ganzen Szenen, diese ganzen Orte, alles, was sie dort beschrieben hat, konnte ich mir so gut vorstellen. Das war richtig, richtig gut. Und ja, auch der Schreibstil ist einfach der Oberhammer. Also es ist diese Reihe ist definitiv nur zu empfehlen. Wer gerne High-Fantasy-Geschichten liest oder vielleicht auch mal sich ranwagen möchte an High-Fantasy, sollte sich Das Reich der Sieben Höfe von Sarah J. Maas auf jeden Fall angucken. Ist eine klare Leseempfehlung von mir. Wie gesagt, der zweite Teil hat mir noch besser gefallen wie der erste. Und ja, ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen und mehr kann ich dazu auch nicht sagen, weil wie gesagt, es ist der zweite Teil. Das zweite Buch, was ich euch zeigen möchte, ist Mit allem, was ich habe von Jodi L. Malpass. Ja, das ist eine erotische Liebesgeschichte und dieses Buch war die erste Hälfte wirklich richtig gut. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, die Geschichte zu lesen. Sie hat mir sehr, sehr gut gefallen, aber dann, so ab der Hälfte, ging das immer mehr bergab. Und diese Geschichte wurde einfach nur sehr, sehr standardisiert. Sie wurde sehr vorhersehbar und es hat mich einfach nur noch genervt, was zwischen den beiden passiert ist. Und ich hatte dann auch nicht mehr wirklich Lust, das Ganze zu lesen und habe mich dann wirklich durchgequält. Und ja, war leider nicht meine Geschichte. Wie gesagt, sie hat sehr, sehr gut angefangen, aber dann leider wurde sie für mich immer nerviger und deswegen, ah, nee.
es war einfach nicht mein Buch. Und in diesem Buch geht es um Camille. Und Camille ist Model und Tochter eines reichen Geschäftsmannes. Und Camille wird bedroht, weswegen ihr Vater ihr einen Bodyguard an die Seite stellt. Und das ist Jake. Jake hat noch mit seiner Vergangenheit zu kämpfen. Er war mal Elite-Soldat. Dieses Traumata, was er vom Krieg noch mit davongetragen hat, noch nicht überwunden. Und ja, die beiden treffen jetzt in dieser Geschichte aufeinander. Und natürlich entwickelt sich etwas zwischen den beiden. Und im Großen und Ganzen geht es darum herauszufinden, wer Camille bedroht, warum er sie bedroht und ja, was mit Jake und ihr passiert und was das alles mit seiner Vergangenheit zu tun hat. Und wie gesagt, ich fand die erste Hälfte richtig gut, aber dann zum Ende hin konnte ich das Ganze auch nicht mehr verstehen. Gerade diese eine Auflösung am Ende war für mich absolut nicht nachvollziehbar, wie man sowas machen kann. Und ja, das hat mich einfach nur genervt und wie gesagt, das Verhalten der beiden zueinander war auch einfach zu viel für mich. Das war einfach zu kitschig und einfach unglaubwürdig. Nach 2 Tagen hat er dann gesagt, ah, oh, sie ist die perfekte Frau, sie ist so toll, sie kämpft für das, was sie im Leben möchte. Und ich dachte mir nur so, Alter, du kennst sie 2 Tage und bei ihr andersrum war es genauso. Und sie so, oh, ist der schönste Mann, den ich je gesehen habe. Er ist so toll, er ist so ehrlich, er ist so stark und ich möchte ihn retten. Und du denkst einfach nur so, naja, lassen wir das Ganze. Also es war einfach nicht mein Buch. Wie gesagt, es fing sehr, sehr gut an und dann ging es leider bergab mit der Geschichte. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch. Dieses Buch konnte mich von Anfang bis Ende komplett überzeugen. Und zwar Deadly Ever After von Jennifer Armentrout. Ich habe das Buch, wie mit allem, was ich habe, auch netterweise jeweils vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Das sei an dieser Stelle noch erwähnt. Und ja, Deadly Ever After hat mir einfach richtig gut gefallen. Wir haben hier ein Thriller mit erotischem Anteil. Also es wird hier als Sexy Crime ausgezeichnet vom Verlag. Und ja, ich fand dieses Buch einfach richtig, richtig gut. In diesem Buch geht es um Sascha und Sascha kehrt nach 10 Jahren in ihre Heimat zurück. Sie hat vor 10 Jahren etwas Schreckliches erlebt. Sie ist von einem Serienkiller entführt worden und hat es geschafft zu fliehen. Und ja, hat dieses Traumata quasi gerade so halbwegs überwunden und kehrt jetzt nach Hause zurück, um ihrer Mutter beizustehen, weil sie Hilfe braucht. Und ja, hofft, dass sie jetzt diese Vergangenheit damit abschließen kann. Und leider kommt es alles anders wie gedacht, denn irgendwie scheint der Serienkiller zurück zu sein und er scheint sein Interesse an Sascha nicht verloren zu haben. Und es geht in diesem Buch dann natürlich herauszufinden, was hat es mit diesem Typen auf sich und warum bedroht er Sascha und ja, wird sie es schaffen, ihm ein weiteres Mal zu entkommen. Und ich muss sagen, dass mir die Geschichte richtig, richtig gut gefallen hat. Ich mochte die Handlung komplett. Ich fand die Handlung vorne bis hinten absolut gut. Ich habe eine Vermutung gehabt in diesem Buch, was jetzt genau da dahinter steckt. Die hat sich teilweise bestätigt. Ich habe mit diesem Ansatz nicht gerechnet. Ich glaube, die Patty hat in ihrem Video dazu gesagt, dass man, wenn man sehr, sehr viele Thriller liest, diesen Ansatz schon vermutet, weil das halt ein häufiger Ansatz ist in solchen Thrillern. Aber wie ich jetzt, die jetzt nicht so viele Serienkiller-Bücher in ihrem Leben gelesen hat, für mich kam es halt wirklich sehr, sehr überraschend und ich habe diesen Ansatz nicht vermutet und ich fand es richtig gut. Die Handlung war toll, die Charaktere waren toll, das Setting war gut und der Schreibstil von Jennifer Armentrout war wieder ein Träumchen. Ne? Was soll ich dazu noch sagen? Also Deadly Ever After ist eine klare Leseempfehlung von mir. Wenn ihr Bock auf eine sexy Crime-Geschichte habt, dann schaut euch Deadly Ever After auf jeden Fall an. Ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen. Ich liebe, liebe, liebe es. Ich bin mit einem weiteren Buch weiter, was ich sehr, 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 sehr mochte und zwar der letzte erste Kuss von Bianca Yosivoni. Das ist der 2. Teil der Fürst-Reihe. In diesem Buch geht es um Elle und Luke und Elle und Luke kennt man schon vom ersten Teil. Die beiden sind beste Freunde und sie haben einen Deal. Keine Liebeleien oder irgendwelche Affären mit den Freunden der beiden und erst recht nicht miteinander. Und ja, es kommt in dieser Geschichte natürlich, wie es kommen muss und die beiden haben eine verhängnisvolle Situation und danach wissen sie nicht mehr so wirklich, wie sie miteinander umgehen soll. Und ab diesem Moment ändert sich auch irgendwie alles zwischen den beiden. Und ja, was dann am Ende mit den beiden passiert, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Der letzte erste Kurs ist wieder eine richtig, richtig süße Adult-Geschichte. Ich fand die Geschichte richtig toll. Ich mochte die Handlung. Ich fand die Charaktere gut. Ich fand das Setting toll. Wer was auch immer geschieht gelesen hat, wird hier die Charaktere auch wiederfinden aus was auch immer geschieht. Und das fand ich ganz, ganz toll, dass Bianca hier so ein kleines Crossover gemacht hat zwischen ihren Büchern. Und ja, wenn man halt diese Bücher alle gelesen hat und die Charaktere dann wieder trifft, dann ist das immer so ein Stückchen so, wie so ein bisschen nach Hause kommen. Man denkt sich so, oh toll, die beiden kenne ich doch und die fand ich auch ganz toll und klasse. Und ja, das finde ich, hat sie ganz, ganz toll gemacht in diesem Buch. Und ich fand die Geschichte richtig gut. Tolle Handlung, tolle Charaktere, tolles Setting.
und wieder ein richtig toller, romantischer, schöner, liebevoller Schreibstil. Und ja, ich freue mich jetzt einfach auf den dritten Teil und erst recht freue ich mich auf den vierten. Bianca hat letztens bestätigt, dass es im vierten Teil um Mason gehen wird. Und man hat ja schon so einen kleinen Seitenhieb auf Mason bekommen und ich hatte es echt gehofft, dass es im vierten Teil um Mason gehen wird. Deswegen, ich freue mich jetzt auf die nächsten beiden Bücher der Frost-Reihe und kann euch diese Reihe wirklich empfehlen. Es ist eine wirklich ganz, ganz süße, tolle New Adult-Geschichte, wo die Geschichte im Vordergrund steht und die Erotik wirklich nur so ein bisschen am Rande hinten dran mit drin vorkommt. Und ich mochte es sehr und ich kann euch dieses Buch wirklich empfehlen. Ich liebe, liebe, liebe die Frost-Reihe von Bianca. Sie ist so, so toll. Kommen wir zu meinem Flop des Monats. Und zwar habe ich im November Pandora, wovon träumst du, von Eva Siegmund gelesen, mit der lieben Kathi zusammen. Und ja, es war nicht mein Buch. Ich habe mir unter dieser Geschichte etwas ganz, ganz anderes vorgestellt, wie es jetzt schlussendlich war. Und diese Geschichte war einfach nicht meins. Ich mochte die Charaktere irgendwann nicht mehr. Mir ging die Handlung auf die Nerven. Ich fand den Schreibstil irgendwie merkwürdig. Ich fand, die Charaktere wurden eigenartig eingeführt. Also es war einfach nicht meine Geschichte. Und in diesem Buch geht es ja um die Zwillinge. Jetzt muss ich noch mal gucken, wie sie hießen. Sophie und Liz. Und die beiden werden zu einem Anwalt zitiert und treffen dann dort das erste Mal aufeinander. Und allein diese erste Begegnung hat mich einfach nur verwirrt. Und ich dachte mir, hä? Was ist denn für ein komischer Typ? Und was soll das Ganze jetzt bitte? Ich verstehe diese Hintergründe nicht. Und ja, da war ich schon etwas irritiert auf den ersten 50 Seiten. Das ging dann die nächsten 100 Seiten wieder. Da wurde das dann weniger verwirrend. Und dann fing das Ganze an, irgendwie von der Story her für mich alles nervig zu werden und unglaubwürdig zu werden. Und ich dachte mir nur so, was soll das? Und dann wurde da ein Charakter in die Geschichte eingeführt, wo ich gedacht habe, was? Nee, das nehme ich dir nicht ab. Und das war alles so komisch und so merkwürdig und ja, es war einfach nicht meins. Auf jeden Fall geht es in dieser Geschichte um Sophie und Liz und die treffen, wie gesagt, bei diesem komischen Anwalt aufeinander und sehen sich dort das erste Mal und erfahren dort auch erst voneinander. Also sie wussten vorher nicht, dass sie eine Zwillingsschwester haben. Und die beiden bekommen dann noch gesagt, dass ihre Eltern tot sind, ihre Mutter ist ermordet worden. Und ja, die beiden versuchen dann natürlich, während sie sich kennenlernen, herauszufinden, was hinter dieser ganzen Sache steckt, was ist mit ihren Eltern passiert und warum träumt Sophie immer so komische Sachen und was hat das Ganze mit diesem Sandmann zu tun, den es da noch in dieser Geschichte gibt. Und ich fand, der Ansatz der Geschichte hörte sich richtig, richtig gut an, aber wie gesagt, die Umsetzung war absolut nicht mein Fall. Es war einfach mir alles zu teenie-mäßig, glaube ich. Wie gesagt, mir gingen die Charaktere auf den Sack. Ich fand die Handlung irgendwann einfach nur noch nervig. Seitdem her muss ich sagen, hat es mir schon sehr, sehr gut gefallen. Das Ganze spielte in einer Zukunft in Berlin. Also es hat so einen dystopischen Ansatz. Aber ja, alles andere passte halt nicht. Der Schreibstil war sehr locker, leicht und einfach. So ein typischer Jugendbuch-Schreibstil. Aber auch hier hat mich die ganze Art und Weise manchmal einfach nur genervt. Und es konnte mich nicht wirklich überzeugen, diese Geschichte. Und ja, es war halt einfach nicht mein Buch. Ich mochte es nicht. Und ja, es wird definitiv wieder ausziehen bei mir. Mein Flop des Monats. Und alle, die Pandora mochten, es tut mir leid, aber es war halt einfach nicht meine Geschichte. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch und zwar ist das Der Himmel in deinen Worten von Bridget Kemmerer. Auch dieses Buch habe ich netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Und in diesem Buch geht es um eine ganz, ganz zart erzählte Liebesgeschichte und es steht in diesem Buch aber das Thema Trauerbewältigung und Selbstfindung wirklich mehr im Vordergrund. Es ist ja auch ein Jugendbuch und ich finde, die Autorin fasst dieses Thema wirklich mit der entsprechenden Sanftheit an. Und es ist eine Geschichte, die sehr, sehr ruhig erzählt wird und sie wird mit den richtigen Worten erzählt. Also es geht in diesem Buch um Juliet und Juliet, ihre Mutter ist gestorben und sie kommt damit nicht zurecht. Ihre Mutter war ihr Ein, ihr Alles, ihr großes Vorbild, ihr Idol und sie kann es immer noch nicht begreifen, dass sie jetzt nicht mehr da ist. Und so schreibt Juliet ihrer Mutter immer Briefe und legt diese ans Grab. Und auf der anderen Seite der Geschichte haben wir hier Declan. Declan ist der Bad Boy der Schule, er ist der Typ, der sowieso nichts auf die Reihe kriegt und Declan hat ziemliche Scheiße verzapft und muss deswegen jetzt Sozialstunden auf dem Friedhof abarbeiten und er räumt dann halt immer so die Gräber leer und er findet dabei Juliet ihren Brief und er weiß, dass es falsch ist, diesen Brief zu lesen, tut es aber trotzdem. Und als er den Brief liest, fühlt er sich dem Schreiber, den er ja nicht kennt, in dem Moment total verbunden, denn er kann diese Emotionen und diese Gefühle absolut nachvollziehen aufgrund einer Situation, die hier in seinem Leben passiert ist. Und er antwortet auf diesen Brief. Und als Juliet einige Tage später das sieht und mitbekommt, ist sie erstmal total fassungslos und total sauer und schreibt wieder einen Brief an ihn, was er sich wagt, diesen Brief zu lesen. Und so beginnt ein Briefverkehr zwischen den beiden. Das Ganze wird dann später auch noch auf E-Mails ausgeweitet, ne, dass sie sich halt einfach besser schreiben können. Und die beiden lernen sich so kennen und sie teilen wirklich sehr, sehr tiefgründige Gedanken miteinander und halt auch ihre Selbstzweifel und das alles. Und
es ist einfach toll zu sehen, wie jeder für sich kämpft und was jeder so für Ängste hat und wo jeder so dran zu knabbern hat. Und das ist halt auch der typische Bad Boy, der anscheinend alles scheißegal ist, doch irgendwie ein Gewissen hat und doch irgendwie Probleme auch hat und Ängste hat, die er ausstehen muss. Und ich finde, das ist hier ganz, ganz toll erzählt worden in dieser Geschichte. Und ja, schlussendlich geht es darum, ob die beiden zueinander finden oder nicht, ob sie sich gegenseitig gestehen, wer der andere ist oder nicht. Und ich muss sagen, die beiden treffen auch in richtigen Leben immer mal aufeinander und diese Begegnungen sind nicht gerade toll. Und ob die beiden halt eine Chance haben in der realen Welt, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Natürlich geht es auch noch darum, ihre Selbstzweifel zu überwinden und diese Trauer, die Juliet ja noch in sich trägt. Und da stellt sich halt natürlich auch die Frage, ob Declan es schaffen wird, ihr darüber hinwegzuhelfen. Und ja, wie gesagt, ich fand, das Buch war richtig toll, es war richtig gut erzählt, es war richtig toll geschrieben mit dem entsprechenden Fingerspitzengefühl. Und ich kann jedem, der mal Lust auf so eine Geschichte mit einer ernsteren Thematik hat, dieses Buch wirklich nur empfehlen. Ich mochte es sehr. Und ja, tolle Handlung, tolle Charaktere, tolles Setting. Wir haben hier einen typisch amerikanischen Vorort, wo das Ganze spielt, an einer typisch amerikanischen Highschool. Und ja, der Schreibstil war auch ganz, ganz toll. Und wer, wie gesagt, Lust mal auf so eine etwas ernstere Geschichte hat, sollte sich dieses Buch auf jeden Fall mal mit anschauen. Kommen wir zu einem weiteren Highlight im November und zwar Fighting to be Free, nie so begehrt. Das ist der zweite Teil zu Fighting to be Free, nie so geliebt. Der steht, andere Seite, der steht hier hinten. Und wie ihr seht, habe ich das Buch zweimal. Warum ich das Buch zweimal habe, erkläre ich euch später. Und ja, auf jeden Fall, Fighting to be Free ist der zweite Teil dieser Dilogie. Es ist eine Geschichte mit erotischen Anteilen, sage ich mal. Es ist keine richtige erotische Geschichte. Es ist eine New Adult Geschichte, kann man auch sagen. Und ja, das Ende vom ersten Teil war sehr, sehr dramatisch. Das war sehr, sehr schrecklich und das hat mich echt zerstört. Ich habe gedacht, nein, das kann jetzt nicht das Ende sein und war umso mehr auf den zweiten Teil gespannt. Und war am Anfang echt überrascht, dass dieser zweite Teil aus 3 Jahre nach dem ersten ansetzt. Und da so ein großer Sprung ist in der Geschichte. Aber ich kann es verstehen. Also man könnte rein theoretisch den zweiten unabhängig vom ersten Teil lesen. Aber dass man die Charaktere besser versteht und diese ganzen Hintergründe versteht, sollte man natürlich den ersten Teil gelesen haben. Im zweiten Teil geht es wieder um Jamie und Ellie. Und die beiden treffen nach 3 Jahren in einer ganz, ganz beschissenen Situation wieder aufeinander. Und beide wissen nicht so richtig, wie sie damit umgehen soll. Aber beide merken, dass halt noch irgendwas zwischen ihnen ist. Und ja, ob die beiden eine zweite Chance bekommen oder nicht, das ist es im Groben, worum es im zweiten Teil von Fighting to be Free geht. Es geht aber noch um einiges mehr. Es geht noch um einen Unfall, der aufgeklärt werden muss. Es geht um Autorennen und Diebstähle und die New Yorker Mafia und den New Yorker Untergrund und Drogendeals. Und ich fand dieses Buch einfach ganz, ganz toll. Ich habe in meinem Video zu diesem Buch auch gesagt, dass dieses Buch am Ende mehr wie ein Actionfilm war, wie ein richtiges Buch. Also ich konnte mir das so gut am Ende alles vorstellen. Es lief wie ein Film in meinem Kopf ab. Aber wer Bücher liebt, die realistisch sind, ne? Die jetzt nicht überzogen sind und kitschig und übertrieben, der sollte den zweiten Teil nicht lesen, denn der ist definitiv überzogen und übertrieben und kitschig. Aber ich mochte es total und ich fand das Ende so gut und es war wieder so, so toll. Und dafür, dass es ein Debütroman ist von der Autorin, kann man echt nicht meckern. Es war eine so tolle Geschichte. Der Schreibstil ist richtig gut, das ist actionreich. Und warum geht jetzt hier die Tür auf? Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich jetzt gerade war. Ich bin jetzt unterbrochen worden und ich hasse es, wenn mich einer in meinem Redeschwall unterbricht, weil da verliere ich immer den Faden. Ja, ich habe keine Ahnung mehr, was ich gerade gesagt habe. Auf jeden Fall ist dieses Buch richtig, richtig gut. Tolle Handlung, tolle Charaktere, ein wahnsinnig tolles Setting. Das Buch spielt in New York und der Schreibstil ist auch ganz, ganz toll. Er ist romantisch, er ist gefühlvoll, er ist actionreich. Und ja, jeder, der Bock hat auf eine ganz, ganz tolle Liebesgeschichte, die wirklich sehr, sehr gefühlvoll auch erzählt ist und wo man wirklich sich auch sehr, sehr gut in die Charaktere hineinversetzen kann, die aber auch wieder übertrieben ist und überzogen. Wie gesagt, gerade im zweiten Teil, der sollte sich auf jeden Fall Fighting to be Free mal angucken. Ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen. Ich liebe, liebe, liebe die Geschichte von Ellie und Jamie und es war einfach so gut. Der erste Teil war so gut und der zweite Teil war auch wieder richtig, richtig gut und I love it, I love it, I love it und ja, ich liebe diese Geschichte. So, 2 Bücher haben wir noch und das erste von den 2 Büchern ist Night School von CJ Doherty. Diese Bücher wurden ja damals sehr, sehr gehypt, als sie rausgekommen sind. Und ich habe letztes Jahr von Annika die ersten 3 Teile zum Geburtstag mitbekommen. Da habe ich mich sehr drüber gefreut und es wurde jetzt Zeit, dass ich die Reihe endlich mal anfange zu lesen. Und ich habe dieses Buch mit Ronja und Kathi zusammen gelesen und ja, was soll ich sagen? Ich bin da so mit gemischten Gefühlen aus dieser Geschichte gegangen. Wir lesen auf jeden Fall den zweiten Teil. Ich möchte wissen, wie das Ganze weitergeht.
Und ich habe für mich schon entschieden, wenn der zweite so ist wie der erste Teil, werde ich danach nicht weiterlesen. Sollte er besser sein, lese ich weiter. Aber im Großen und Ganzen hatte ich mit Night School halt so Probleme mit den Charakteren und den Handlungsweisen. Ich hatte stellenweise Probleme mit der Geschichte und wie gesagt, ich bin damit so gemischten Gefühlen aus dieser Geschichte gegangen. In diesem Buch geht es ja um Ellie und ja, in diesem Buch geht es ja um Ellie und Ellie kommt an ein ganz, ganz altmodisches Internat, wo es keine Handys gibt und kein Internet. Und ja, Ellie kommt halt dorthin, weil ihre Eltern ihr nicht mehr Herr werden und nicht mehr mit ihr zurechtkommen und sie halt einfach nur noch rebelliert und macht, was sie möchte. Und deswegen sind ihre Eltern halt so verzweifelt, dass sie auf dieses Internat kommt. Und ja, fernab von allem, wo sie halt auch keinen Blödsinn machen kann. Und Ellie findet das am Anfang natürlich richtig doof und will da eigentlich gar nicht hin. Aber sie merkt dann halt sehr, sehr schnell, also wirklich sehr, 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 sehr schnell, dass diese Schule doch ganz, ganz anders ist wie gedacht. Und sie findet sich dann sehr schnell dort ein und lernt Freunde kennen und findet es dann sehr, 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 sehr schnell doch ganz, ganz toll dort. Und sie fühlt sich dann auch sehr schnell dem Ganzen dort verbunden und ja, das ging mir einfach irgendwie alles zu schnell und ja, dann passieren dort mysteriöse Dinge an dieser Schule und als ein Mord geschieht, der Ellie in die Schuhe geschoben werden soll, ist das Chaos perfekt und Ellie versucht dann natürlich hinter diese ganzen Geheimnisse zu kommen. Und ja, das ist so das Grobe, worum es im ersten Teil geht. Also wie gesagt, vom Ansatz her, was die Handlung betrifft, finde ich die Geschichte richtig gut. Auch was jetzt in den Folgebänden noch kommen kann mit den Hintergründen, was man so im ersten Teil erfahren hat, finde ich die Geschichte noch sehr, sehr interessant. Deswegen möchte ich den zweiten Teil auch auf jeden Fall lesen, weil mich das schon interessiert, was mit Ellie hier noch alles passiert und was da noch rauskommt. Aber ich hatte halt, wie gesagt, Probleme mit den Charakteren, mit den Handlungsweisen der Charaktere. Das war mir teilweise einfach unverständlich. Teilweise wahrscheinlich lag das auch daran, es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich einfach schon älter bin wie unsere 16-, 17-jährige Protagonistin in dieser Geschichte und ich das deswegen vielleicht auch alles nicht so mehr nachvollziehen kann. Aber es gab ja schon Stellen, da habe ich mich einfach nur aufgeregt über die Charaktere, über die Handlungsweisen, habe mir einen Kopf gefasst und habe gedacht, was soll der Scheiß? Warum machst du das, Mädchen? Warum sagst du sowas? Warum? Ja, das hat mich streckenweise echt genervt und auch die Nebencharaktere waren teilweise absolut unglaubwürdig und dieser eine Twist zum Ende hin, ich habe gedacht so, naja, war jetzt irgendwie klar, dass sowas kommt. Und ja, ich hatte wie gesagt so Schwierigkeiten mit dem Buch. Also Handlung war okay, Charaktere waren echt nervig zeitweise. Vom Setting her kann ich mich nicht beschweren, das war richtig gut. Diese Schule, Kimmeria, wie sie ja heißt, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Beschreibungen waren auch richtig gut. Also man konnte sich das Ganze schon sehr, sehr gut vorstellen, wo sie dort waren. Und ja, der Schreibstil war ein bisschen merkwürdig. Also der war so Erzählerperspektive irgendwie gemischt mit Ich-Perspektive, hatte ich so das Gefühl. Also es stand am Anfang da die Eltern. Es ist immer nur dieses Paradebeispiel, das mir im Kopf ist. Die Eltern. Da stand nicht ihre Eltern oder sowas, sondern die Eltern. Und wo du denkst so, hä? Was ist das denn für ein komischer Ausdruck? Und ja, da hatte ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten am Anfang. Das ging dann aber, als ich die Geschichte gelesen habe. Dann hat man sich dann irgendwann dran gewöhnt. Aber es ist halt trotzdem ein Buch, was ganz okay war für mich, aber was mich jetzt nicht fesseln konnte. Also hätte ich jetzt Teil 2 und 3 nicht schon zu Hause gehabt, würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht weiterlesen. Aber dass ich die Bücher einmal hier habe und ich die Handlung noch ganz cool finde, lesen wir jetzt mal weiter, mal gucken. Aber wie gesagt, wenn der zweite so ist wie der erste, werde ich danach nicht weiterlesen. Aber wir schauen einfach mal. So wie zu Night School kommen wir zu meinem letzten Buch vom Lesemonat November. Und zwar habe ich im November noch mitgelesen Bird and Sword von Amy Harmon. Dieses Buch hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte die Geschichte. Ich fand es ganz, ganz toll. Ich liebe, liebe, liebe Lark als Protagonistin. Und ich fand auch Tiras ganz, ganz toll. Diese Geschichte war nicht rundum perfekt. Also das Worldbuilding war ein bisschen schwach, da hätte noch ein bisschen mehr kommen können. Und auch die Handlung teilweise hat hier und da an manchen Stellen so ein bisschen gefehlt. Also hätte ich mir auch mehr gewünscht. Und auch die Entwicklung der Liebesgeschichte war nicht unbedingt perfekt. Aber zum Ende hin, ich mochte das Buch einfach total. Ich habe es durchgesuchtet in 2 Tagen und wollte dann wissen, wie es ausgeht. Ich wollte wissen, wie es weitergeht. Und ich war einfach begeistert von der Geschichte. Und ich hatte ja in meinem Blub-Blub-Vlog da gesagt, dass ich ein Mensch bin, wo man das nicht immer rational verstehen kann. Also ich kann ein Buch haben, wo ich viel meckere drüber, was ich aber trotzdem richtig gut fand. Und so war es halt bei Bird and Sword. Ich fand die Geschichte ganz, ganz toll. Ich mochte dieses Buch total, auch wenn ich wirklich hier und da 2, 3 Sachen habe, wo ich was zu meckern habe. Wie gesagt, Worldbuilding, die Charaktere, die Liebesgeschichte. Das war alles nicht rundum perfekt. Aber dieses Buch hat mich einfach mega gut unterhalten. Ich habe es sehr, sehr gerne gelesen. Ich habe es gemocht beim Lesen. Und ja, deswegen liebe ich dieses Buch. Und
In diesem Buch geht es ja um Lark. Und Lark hat eine Gabe. Sie kann mit Worten Dinge beeinflussen. Und diese Gabe ist halt sehr, sehr mächtig und sehr, sehr gefährlich. Und Larks Mutter stirbt, als sie noch ein kleines Kind ist. Und mit dem letzten Atemzug nimmt sie Lark die Worte. Das heißt, sie kann nicht mehr sprechen. Und somit kann sie ihre Gabe auch nicht mehr ausüben. Und ihre Mutter hat das natürlich getan, um sie zu beschützen. Denn ihre Gabe ist verboten. Genau wie die restliche Magie in dem Land, in dem das Ganze spielt, verboten ist. Und unsere Geschichte beginnt dann quasi 15 Jahre später. Lark ist inzwischen eine erwachsene junge Frau und sie wird halt quasi in einem goldenen Käfig gehalten, sag ich mal. Also sie darf nicht wirklich viel raus. Sie wird unter Verschluss gehalten von ihrem Vater. Denn ihre Mutter hat nicht nur ihr die Worte genommen, sondern sie hat quasi auch noch einen Fluch ausgesprochen und der bindet ihr Leben an das von dem ihres Vaters. Das hat sie getan, um halt Lark zu beschützen, weil sie halt Angst hatte, dass ihr Vater irgendwas tun könnte, das sie halt in Gefahr bringt. Und ja, dadurch wird Lark halt sehr unter Verschluss gehalten und darf nicht raus. Und es ist halt kein schönes Leben für Lark. Und eines Tages kommt König Tiras in ihre Burg. Denn der Vater von Lark hat sich dem König widersetzt und hat nicht die geforderten Soldaten in den Krieg geschickt. Und ja, als Strafe nimmt er jetzt Lark mit sich in sein Schloss und sagt dem Vater, wenn er die Soldaten hingeschickt hat und noch zusätzlich Soldaten hingeschickt hat, dann gibt er sie wieder frei. Und was Lark dann alles bei König Tiras erlebt und wie sich das Ganze dort entwickelt, das ist es schlussendlich, worum es in diesem Buch geht. Und Milo steht hier und möchte irgendwas. Was ist denn, Schatzi? Wir gehen gleich raus. Und dein Bauch, der krubbelt immer noch so böse rum und macht so böse Geräusche, gell? Ich weiß. Ja. Ich kann nur sagen, die Handlung hat mir richtig gut gefallen. Ich mochte sie total. Ich freue mich jetzt auch auf den zweiten Teil. Der kommt nächstes Jahr raus. Das habe ich schon gesehen. Im zweiten Teil geht es um einen Nebencharakter aus diesem Teil. Also dieses Buch ist in sich abgeschlossen. Und wie gesagt, im zweiten Teil geht es dann um Kiel. Kiel ist ein Soldat von Tiras und sein bester Freund. Und ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Ich möchte dieses Buch auf jeden Fall lesen. Was die Charaktere betraf, wie gesagt, hatte ich hier und da so meine Schwierigkeiten mit den Charakteren. Was auch die Entwicklung der Liebesgeschichte betraf, hatte ich da auch so ein paar Probleme. Das war alles nicht rundum perfekt, aber ich mochte es trotzdem. Was das Worldbuilding betraf, war das auch ein bisschen schwach. Da hätte ich mir auch ein bisschen mehr Ausarbeitung einfach dieser Welt gewünscht. Wir haben hier vorne zwar eine Karte drin, das hilft ungemein beim Lesen. Also ich habe auch ein, zwei Mal auf diese Karte geschaut, einfach um mir das Ganze besser vorstellen zu können. Also da hätte ich mir definitiv auch ein bisschen mehr gewünscht, mehr Ausarbeitung für diese ganze Welt. Und ja, was den Schreibstil betraf, der war einfach ganz, ganz toll. Wir haben hier einen ganz normalen, einfachen, schlichten Schreibstil, der aber teilweise sehr, sehr schöne Worte findet. Und er ist auch ein bisschen romantisch, aber nicht zu übertrieben. Also er ist dann schon nicht, dass er so in die kitschige Richtung abdriftet. Also es ist ein ganz, ganz toller Schreibstil und ich mag ihn sehr. Und ja, ich freue mich auf den zweiten Teil. Ich mochte Bird und Sword, wie gesagt, auch wenn ich hier ein bisschen was zu meckern hatte. Und ja, kann euch dieses Buch auch wirklich nur empfehlen. Wenn ihr gerne High-Fantasy-Geschichten mit einer Liebesgeschichte lest, dann schaut euch dieses Buch auf jeden Fall an. Ich mochte es sehr. Und das war mein Lesemonat vom November. Wie immer gilt, wenn ihr die Bücher kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.